Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um einen deutschen Rapper, der offenbar ein Date mit Katja Krasavitsch klarmacht. In den vergangenen Wochen hat die umstrittene YouTuberin Katja Krasavitsch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Durch ihren Auftritt im Promi Big Brother Haus und ihren skandalwürdigen Aktionen während ihres Aufenthalts bekam die 22-Jährige so viel Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Die monatlichen Abos auf ihrem YouTube-Channel schnellten um das Achtfache auf 80.000 Abonnenten hoch. Auch in der Rap-Szene erhielt die umstrittene Leipzigerin einiges an Resonanz, und zwar durchweg negativ. Dies führte zuletzt sogar zu einem Schreiben, das ein Rapper von Katjas Anwalt erhalten hat. Trotz allem scheint die YouTuberin weiterhin Interesse an deutschen Rappern zu haben. Bereits in der Vergangenheit erklärte sie, mit welchen Rappern sie gerne Sex haben würde und aus welchen Gründen. Namen wie etwa Farid Bang, Kollega oder Casey Rebel standen dabei ganz oben auf der Liste der Leipzigerin. Da jedoch alle bisherigen Versuche, bei einem Rapper zu landen, erfolglos blieben, lässt sich Katja nun auf einen Rapper ein, der nicht auf ihrer Liste stand. Hustensaft Jüngling fragt ganz direkt, ob er eine ganz bestimmte sexuelle Handlung bei ihr vornehmen darf, und Katja willigt ein. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.